Moin ihr Lieben, wir werden jetzt zusammen meinen geliebten Kaffee aufbrühen, den Cidra Anaerobic Natural. 14,5 Gramm habe ich bereits abgewogen. Der Filter, wie ihr seht, ist schön durchgespült. 26 Klicks übrigens, wenn ihr eine Kommandante zu Hause habt. Ansonsten probiert euch so ein bisschen aus, es ist so ein mittlerer Mahlgrad. So, das Wasser hat 92 Grad. Und ich starte mit dem Blooming mit 50 Gramm für 30 Sekunden. Das bereitet wirklich den Kaffee so ein bisschen vor auf das, was jetzt kommt. Die Partikel werden durchlässiger und der Kaffee wird tatsächlich einfach ausdrucksstärker. Ich könnte das mal ausprobieren, Kaffee einfach direkt zu brühen und einmal ein Blooming zu machen, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Ist gleich bei denen. So, zweiter Aufguss. Wie in der Sauna in kreisenden Bewegungen auf 100 Gramm, also 50 Gramm nochmal drauf. Und das ist tatsächlich der Teil, der in der Brühung die ganze komplexe Säure kreiert. Um das so ein bisschen auszubalancieren, habe ich den dritten Aufguss mit 100 Gramm, also ein verlängerter Aufguss sozusagen, bis zu 200 Gramm und der kreiert die Süße in der Brühung und wie gesagt, balanciert die Säure ein bisschen aus. Also es macht wirklich einen Unterschied. Der letzte Pour wird nochmal 50 Gramm werden und tatsächlich ist die Gesamtbrühzeit relativ knackig mit knapp 2 Minuten. Ich habe einfach herausgefunden, dass das dem Kaffee irgendwie am besten tut. Mein Ziel war es tatsächlich, so ein klares, süßes Ergebnis zu haben. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich mag es aber eigentlich ein bisschen würziger oder kräftiger, dann erhöht einfach mal die Grammzahl des Kaffees. Ganz, ganz easy going. Probiert euch aus. So, ich bin jetzt bei 1,40. Das ist natürlich ein bisschen zu schnell geworden, ist aber nicht schlimm, weil der schmeckt nämlich trotzdem. Und wenn ich das so rieche, dann denke ich mir wirklich, Mann, diesen Kaffee hätte ich einfach unglaublich gerne auf der Bühne präsentiert. Ja. Erdbeere pur. Viel Spaß beim Nachbrühen und bis bald.